Und weiter geht's mit einer neuen Folge Assassin's Creed. Das Vermächtnis der letzten Klinge. So, wir haben nicht mehr viel. Wir haben noch zwei Älteste. Und ja, hier unten ist noch eine Quest und hier wird der letzte Älteste drin sein, denke ich mir mal. Erreiche den Wald des Jägers. Und ja, jetzt machen wir erstmal den hier oben. In Echion und den Wächter. Mal, dass wir den gleich kriegen. Ah, ich bin guter Dinge. Also er wird von 300 Leuten bewacht. Da ist er auch schon. Schauen wir doch mal. So, okay, den werden wir jetzt am Wald snacken. Aber wir müssen noch eine Quest machen, Leute. Die ist hier unten. Die will ich davor noch erledigen. So. Da müssen wir schauen. Oder ich schaue zumindest offscreen, dass ich dann vielleicht bis zum nächsten DLC Level 70 mache. Und wir müssen auch noch von den Trophys her schauen, was wir dann alles brauchen. So viele sind es ja, glaube ich, nicht, aber dass wir die restlichen halt noch abschließen. Ich denke mal, dass noch. Ja, vielleicht noch eine Folge danach geben wird, dann müsste es DLC auch durch sein. So, und schauen wir doch mal. Eantides der Stolze. Sonderbarer Name. So, Martine, Danksagung enthält Hinweise zum Stand des Schatzes. Hole dir von Antiades den versteckten Schatz. Was? Was für ein versteckter Schatz? Quest. Gehört aber nicht dazu anscheinend, oder? Vielen Dank, Malakka. Was? Antiades Danksagung hält Hinweise zum Standort des Schatzes. Okay, wir schauen mal ins Inventar.
Jahr des Danksagung. Wächter des Hinweis, Brief des Ältesten, geheimes Schreiben. Malaka, das ist es. Adlerfrau, wie kannst du es wagen? Du hast mich im brennenden Dorf gerettet und bist damit durchgekommen. Das darf nicht sein. Ich, Antiades, der Stolze, werde bei niemandem in der Schuld stehen. Ich werde sie begleichen. Ich habe einen Schatz für dich zwischen einem Paar immergrüner Bäume südlich von Podaida vergraben, wo ihn die Perser nicht finden. Dann wären wir quitt. Mein Gewissen ist rein. Leb wohl. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Zwischen einem Paar immer grüner Bäume südlich von Podaida. Südlich von Podaida. Südlich. Ach, das ist ja eh schon markiert, mei. Oh, habe wieder null gesehen, Mensch. Hab gedacht, das müssen wir jetzt mal komplett selber finden. Ohne irgendeinen Hinweis. Wäre schon cool gewesen. Das hätten wir auch geschafft. Gut, dann holen wir uns den Schatz noch. Und dann könnte es vielleicht doch noch bloß eine Folge werden. Vielleicht. Immer mal schauen, was noch alles passiert hier. Sind auf jeden Fall Bären ohne Ende. Aber okay, die könnten wir eigentlich gleich mitmachen, weil die geben uns. Leder. Leder können wir immer gut gebrauchen. Alter. Gib mir mein Leder, Mensch. Noch einer. Was soll das? Okay, Quest abgeschlossen. Und gut Drachen bekommen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir doch zur letzten Quest, die da wäre. Oh, jetzt haben wir ja nochmal eine. Vermächtnisquest, okay. Okay, dann gehen wir nochmal hier hoch, machen da weiter. Teleportieren aber, dann brauchen wir nicht so weit rennen. Los.
Ella. Was? Adlerfrau, wie kannst du es wagen, den Hof meines Bruders von diesem ziegblutsaufenden Narren zu retten? Ich, Antiades, der Stolze, werde bei niemandem in der Schuld stehen. Malakka, dein Altruismus bringt mich an den Rande des Ruins. Du findest weitere Schätze auf den kleinen Inseln Makedoniens, aber es reicht jetzt, Adlerfrau, bitte. Ich verlasse Makedonien und freue mich darauf, dich nie wiederzusehen. Okay, haben wir hier irgendwie Hinweise dann? Die vier kleinen Inseln Makedoniens. Vier kleinen Inseln Makedoniens. Eins, zwei, drei, vier. Das wären die vier, oder? Okay. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir doch von hier aus hier rum einmal. Markieren uns hier mal die Stelle. Und porten natürlich wieder. Dann werden wir schon sehen, würde ich sagen. Okay, dort hinten. Ich denke mal, dass Ikaros eh ausschlagen wird dann. Na los, komm. Also es gefällt mir hier so eine Schatzsuche so ein bisschen. Schon cool gemacht. Ich hoffe, ich bin richtig, der hier komplett falsch renne. Hier hat man sogar noch ein Schiff, da können wir gerne rüber schippern. Hier war auch ein Schiff. Sieht verdächtig aus. Ja, okay. Da wären wir. Und los.
Hier, wo soll der Schatz sein? Ah, okay. Hühnerei. Was ist mit Hühnereier? Okay, ist wurscht. Wir haben auf jeden Fall den Schatz. Gut, die nächste wäre hier oben. Ella. War wieder komplett klar. Letzte Reihenfalle. Aber in dem Schiff. Das ist der richtige Ort. Das ist es. Okay, den haben wir auch schon. Der nächste ist da drüben. Dann würde ich aber gerne mit dem Schiff hinfahren. Ah! Echt ernsthaft jetzt, oder was? So, und die letzte müsste hier sein. Ganz toll. Dann gehen wir halt zu Fuß. Ich bin am richtigen Ort. So, bin gespannt, ob es danach dann noch weitergeht. Oder ob wir es dann wirklich geschafft haben.
Schon wieder Malakka. Okay, war ja nicht gerade dolle, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch weitergeht hier. Nee? Anscheinend sind wir fertig. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge dann hier oben rein, Beschützer Persiens. Und ja, dann sehen wir, was uns dort erwartet. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst, Leute. Aber bis dahin wünsche ich noch viel Spaß in meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.